Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Teil 1. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, indem wir... Ja, was haben wir eigentlich letzte Folge gemacht? Gerade mal überlegen. Ach ja, wir haben ja den Weg weitergefunden, endlich, nachdem ich, weiß ich nicht, eine ganze Folge lang gesucht habe und mich mehr... Ach ja, genau hier war das ja. Mehr schlimmer angestellt habe, als ich sonst gedacht habe. Ja gut, da draußen war, glaube ich, ein MG, ne? Das heißt, wir müssen uns beeilen. Okay. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Alter. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Hässlich! Sieh dich an. Widerlich. Ich will doch nicht fertig mit dir. Gib dir gleich hässlich. Wo bist du? Alter, ist das ein Bossfight? Ja, ist ja gut. Brauch Muni. Na los, komm her. Ach, der heilt sich. Mal kurz hacken. Ich brauch mal ein paar Dings. Mal schnell machen. So. Das fließt da schon. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Da haben wir einen. Haben wir noch einen. Komm, dann machen wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da einen hin. Wir brauchen noch einen Schrägteil. Na los, wo ist denn eins? Da ist eins. So. Da müssen wir hoch. Noch einen hoch. Dann kommt das, ist richtig. Und jetzt brauchen wir nur noch so ein normales wieder. Da ist doch schon eins, genau. So, fertig. Jo, erfolgreich gehackt. So. Ach, das war Dr. Steinman. Notschlüssel, 30 Antipers, MG-Patronen, 40 MG-Patronen. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ah, das war Dr. Steinman. Das hätte man sich auch so im Grunde genommen fast denken können, ne? Wir wollen erstmal das hier hacken. Mal gucken, was wir da drinnen finden. So, da runter müssen wir erstmal. Ist richtig. So, ist auch richtig. Jetzt brauchen wir nur noch einen Teil. Wir wollen den Safe unbedingt haben. Na los, komm. Da. Ja, ist doch richtig. Erfolgreiches Hacken. Oh, Verbandskasten. Die kommen uns echt zugute. Ist schon besser. Was für ein kranker Spinner, ey. Nochmal ruhig alles durchsuchen.
Da wir doch momentan Notmangel haben. So. Gut. Tee. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Oh Gott. So kennen wir unseren Dr. Steinman, wollte ich gerade sagen. Verrückt wie eh und je. Okay. Da ist noch das MG, ne? Genau. So, hacken wir mal. Weiß zwar nicht, was das jetzt hier bringt, das Hacken, aber wenn wir hier schon einmal sind, dann können wir das auch ruhig machen. So. So. Da einen hin. Jetzt lass mal die hier aufmachen. So. Da einen hin. Da ist noch ein Teil. Und einen brauchen wir noch. Ah, da ist er. Super. Das Hacken klappt ja immer besser. Ach, da kann man sich nur für 10 Dollar heilen. Ich sollte vorher lesen, bevor ich sowas hacke. Ich bin's nicht. Shit, dieses MG, das geht mir auf den Nerven. Ich bin mir... Hier waren wir, ne? Genau. Ich bin mir ja auch sicher irgendwo, dass man das hacken konnte oder so. Was für Splicer kommen denn da? Erstmal alles mitnehmen. Sich einer Little Sister zu nähern. Du kommst besser nähern auf! Sie sich niemals nur deine Hier. Genau. Hier konnte man ja kaufen. Ich gucke gerade mal, was wir gebrauchen können. Was wir an Geld haben. Das kostet 60, wir haben 75. Ist jetzt nicht besonders viel, ne? Und Sister. Pass auf, wir hacken das Ding mal. Oh Gott, das wird bestimmt schwer, das wird schwer. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir uns beeilen. Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Okay, okay, okay. So. Dann so ein. So ein. Na los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut. So ein. Kommen wir da hin? Gehen die Dinger. Alarmplatten beenden den Vorgang und löschen den Alarm aus, wenn... Oh, oh. Bitte nicht dahin fließen. Nicht dahin fließen. Dann fließ mal... Oh Gott. Wir haben's eh schon. Ah, man kann's nochmal probieren. Das ist gut. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Wo müssen wir hin? Wir müssen da unten hin. Ein nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. So, dann müssen wir... Wo ist der denn da? Eins, zwei... Wollen wir jetzt nach oben? Ne, noch nicht. Braucht noch mehr. Drei. Alle aufmachen hier dieses Game. So, jetzt kommen wir nach oben. Wenn wir genug nach oben haben. Eins, zwei...
2. Wir können auch mit denen nach oben simulieren. Das stimmt. So, und dann da. Ja, sollte gehen. Erfolgreich gehackt. Jetzt ist das nämlich günstiger, weil ich wollte mir nämlich was holen. Und zwar, was brauchen wir denn? Wir könnten noch mal ein paar E-Spritzen gebrauchen. Und ja, nee, das behalten wir. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Okay. Alter, was war das denn? Nein! Ein Big Daddy! Eine Little Sister! Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab! Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Okay. Und wo ist das jetzt? Haben wir das schon genommen? Wie? Man kann hier nicht speichern. Ja, ist ja gut, Kleine. Oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum, also die Ärztin eben, dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ja, was machen wir da? Naja, wenn wir sie retten, kriegen wir eine Belohnung. Wenn wir sie ausbeuten, kriegen wir vielleicht etwas Adam und haben, ja, weiß ich doch, und haben eventuell Probleme mit Big Daddy. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, mit dem möchte ich keine Probleme haben, also... Nein! 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 Du wirst doch gerettet. Danke, Mister. Danke. Ja. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Naja, wenn sie mich... Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Okay, dann hören wir uns das hier nochmal an. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken.
Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Ah ja, okay. Das ist Mord, aber naja. Gut, Dr. Stallman ist eh so ein Verrückter. Was kann man sich denn hier kaufen? Das wollen wir uns nochmal angucken. Ah, da ist noch eine Aktentasche. Dann gucken wir uns das mal an. Zorn. Aha. Macht das Ziel wütend und lässt es jemanden anderen außer dir angreifen. Verringert alle physischen Schäden. Eve-Link. Verbandskästen verleihen auch Eve. Das ist natürlich geil, ne? Das ist wirklich geil. Erhöhen sie ihre maximale Gesundheit. Also halt die komplett maximale und Eve. Ich glaube, ich mache das einmal. Warte mal da. Verringert alle physischen Schäden. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache die beiden. Körperpanzerung. Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen. Und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Seien Sie keine Softie besorgen. Hä? Seien Sie kein Softie. Besorgen Sie sich unseren Körperschutz noch heute. Okay. Was haben wir da? Ja, wie kann man denn das sehen? Ach da. Ja, aber Jockey? Was? Hä? Beschreibungen. Erhöht den Rohrzangenschaden. Ja gut, den machen wir schon lange nicht mehr. Gut, und dann möchten wir noch diese Eve-Link-Spritze. Holen Sie mit Eve-Link mehr aus Ihren Verbandskästen heraus. Dieser revolutionäre neuen Gentonikum lässt Ihren Körper Eve produzieren, wenn Sie Verbandskästen verwenden. Okay, da haben wir sogar noch einen Slot frei. Siehst du? Gut. Dann haben wir uns. Sind wir doch jetzt besser vorgesorgt. Das gefällt mir. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.